am Fluss, am Meer oder Teich. Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Hier ist gerade nach oben, denn hier ist der Weltrekord vom Dorsch. Wollen wir uns doch mal ansehen? Gucken, ob der Michael Lust hat, uns was darüber zu erzählen. Da ist er. 1,60 Meter. Wahnsinn. So einen Fisch werde ich nie in mein Leben fangen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Wenn du Lust hast, kannst du was erzählen. Ja, drüber, zu meinem Fisch meinst du jetzt. Genau, zu deinem Fisch. Oder? Kannst du alles erzählen. Nicht ganz unbekannte Sachen im Meeresangeln. Ne? Nicht nur Produkte auf dem grünen Tisch, sondern viel unterwegs. Mhm. Auch auf der Ostsee oder in Norwegen und so. Ne? Cool. Und ich habe auch ein Team um mich rum, weißt du, das weißt. Ich bin wirklich so neu, ich habe keine Ahnung. Total neu. Ich bin ganz neu. In unserem Katalog, das ist, wir sind der Hersteller eigentlich von Haus aus für Pilger. Mhm. Da haben wir mal mit angefangen vor 30 Jahren. Kann man hier eben auch auf kleinen Bildern sehen. Das ist so unsere Pilgerfabrik hier in Schleswig-Holstein. Und das ist ein bisschen gewachsen. Wir machen also auch dann Herstellung und Großhandel für Angelsportgeräte, die ihr überall dann in Deutschland und in Europa bei den Angelhändlern kaufen könnt, die dann im Meeresangeln ein bisschen breiter aufgestellt sind. Und da gibt es halt ganz viele Sachen, guten Rollen natürlich auch. Und irgendwo habe ich dann um dieses ganze Gerät herum ein Team aufgebaut. Und das muss man aber auch dazu sagen, das Team angelt überall im Meer, egal ob jetzt hier vor Kiel, vor Ostsee oder auch mal in Norwegen oder auf Island oder egal, wo man angeln geht. Ne? Cool. Jetzt willst du wissen, wie ich den Fisch gefangen habe? Ja. Oder wann? Oder wo? Ja, alles. Alles. 2014 war ich am Nordkap, auf der Insel Sorøya. Und da sind die Wege nicht weit raus zu den Plätzen, wo die Fische uns besuchen kommen. Und dann so einer. Und dann so einer. So einen fängt man natürlich nur einmal im Leben. Ja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, ja. Bei dem Dorsch mit 47,025 Kilo, 1,60 Meter lang, ist das der größte Dorsch, der jemals an der Angel gefangen worden ist von einem Menschen. Weltrekord. Weltrekord. Ja. Ich hab den rausgekriegt. Weil also der Kescher passt ja plötzlich nicht mehr, oder? Nein, den kannst du nicht keschern. Ne? Also an die Oberfläche habe ich ihn mit dem Gerät bekommen, was ihr da seht. Aber denn an der Oberfläche ins Boot haben wir dann mit allen drei Mann, die im Boot waren, schon richtig Power gebraucht. Mit dem Herminator, wie der Köder heißt. Das war ja Zufall, dass ich an dem Tag den Köder nachher dran hatte. Das war so ein Tag im April 2014. War gar keine Drift, keine Welle, keine Drift, alles ging gar nichts. Das war ein langweiliger Angeltag. Auf dem Echolot haben wir es dann gesehen. Zwei große Speisepunkte. Dann haben wir Geduld gezeigt, alle drei im Boot. Und ich hatte das Glück, dass mein Köder dann einen von den beiden verführt hat. Gekämpft. Dreiviertel Stunde so haben wir gebraucht. Auf 70 Meter Wassertiefe habe ich den hochgeholt. Boah. Es war 90 Meter tief und auf 70 Meter ist er eingestiegen. Weil ich wusste, ich war vom Grund weg 20 Meter. Ich habe trotzdem gezweifelt, ob ich nicht irgendwo am Grund hängen oder ein Netz gefangen habe oder irgendwas. Ja, Hänger das irgendwie. Das war so ein Druck auf der Route. Tatsächlich ist das Original, das ist ein Replikat. Das Original hängt im Fischereimuseum in Norwegen. Und da wird dann der Welt gezeigt, dass es solche Viecher gibt. Ja, schon was Besonderes. Welche Route hattest du? Die habe ich da hinten stehen. Kann ich dir mal zeigen? Ja, ich kann sie. Ja, das Originalgerät hier. Hier kannst du noch sehen, da habe ich vor Freude reingebissen. Beide Hände ranpacken und richtig ziehen. Krass, ja. Damit kriegt man den raus. Das ist so ein Stock, der also eigentlich dünn ist wie ein Bleistift, was der ab kann. Ne? Und so leicht. Ja, wiegt nicht mal 300 Gramm. Damit so ein Dorsch. Heftig. Ich wollte noch mal den Biss sehen hier. Sein Biss. Vor Freude. Hier ist der Messehund übrigens. Pilgergeschäft. Schwarz-pink abgesetzt. Nach der Jacke werde ich beraten. Alles ist ein Guss hier. Meld in Schleswig-Holstein. Dankeschön. Für Anglerinnen aus Schleswig-Holstein. Genau. Pink Mädels. Fangt das Angeln an. Viel Erfolg weiterhin bei dem, was ihr macht. Anni. Ich bin Anni, ich bin der Dirk. Genau. Erzähl mal was über dich. Ja. Ich bin ein Berufsangler. Ich habe einige Jahre in Kvenvær in Norwegen gelebt. Ja, auf Hitra, ganz bekannt. Kannst du denn noch? Oh, ist Nacke Littenorsk, ja. Also ja. Angeln eigentlich fast alles, was anliegt. Mein Lieblingskind ist mit Welsangeln. Machen wir viel in Spanien, beruflich auch in Italien. Ist auch sehr schön. Von da aus haben wir auch Tagesausfahrten raus auf Thunfisch in der Saison. September, August. Oh, Thunfisch, ja, cool. Ja, und im Winter sind wir dann in Spanien unterwegs. Machen wir Gliding-Touren hier mit Jigbaits, mit Uga. Ja, der stellt so Bleiköpfe her und importiert hier von Holland. HT-Baits,
ein super Swimmer, verschiedene Modelle. Die kriegst du eigentlich nur in Holland oder bei uns. So ganz besondere Modelle, gerade fürs Zanderangeln, sehr beliebt. Die Könner und Wissenden, die kaufen die hier. Auch ganz interessante Farben, ne? Passend zur Jacke. Früher unterschätzt, dann haben sie gesagt, pink, eine der besten Farben. Also Zander mögen es total, ne? Und Dorsch sowieso. Auch denn so ein helles, helle Farbe oder eher die ganz knalligen? Unterschiedlich. Also das ist, sagen wir, beim Dorschangeln ist auch so ein ganz komisches Ding. So eine Farbe, rot oder schwarz, fängt immer. Viele denken auch schwarz. Oh Gott, ja, schwarz, ist ja zu dunkel. Totaler Blödsinn. Warum? Schwarze Köder sind wirklich, gerade bei Nacht, einer der besten Köder, die es gibt. Mhm. Wo findet man euch? Jigbets, wir kommen eigentlich vom Niederrhein. Und wir machen auch so Guiding-Touren bei uns unten. Echt toll. Das ist auch so ein kleiner Flyer. Ja, den würde ich gerne mitnehmen. Wenn ja. du mal in der Nähe bist, kommst du es mal besuchen. Ja. Mach ich. Facebook ist dann Uga Jigbets. www.ugajigbets.de. Ach hier. Ja. Und einen großen Waller schon gehabt? Oh, ha. Wir waren im November, was hatten wir, 42 Waller, ne, mit 8 Leuten. 8 Stück über 2 Meter und über 300 Zander. 300? Als Beifang. Als Grüner war so nebenbei, ne? Nebenbei, ja. Ja, einen Waller möchte ich auch nochmal. Ist ja noch in meinem Zielfisch, einer. Das ist wahrscheinlich krass, ne, den rauszuziehen. Ich bin das für den Abspann. Da muss ich aber richtig festhalten. Ja, kein gut was. Und jetzt zeige ich dir mal, mit welchen Routen ich Waller fange. Aha, das ist meine Wallerangel. Und dann holst du auch so einen raus. Der Fisch hat über 90 Kilo. Krass. Vertikal, dann kommt da so ein Fireball dran. Dann kommt da der Köderfisch dran. Und dann hast du hier unten Stinger. Das heißt, da kommt noch ein Vorfach dran mit einem Drilling, der wird eingehakt. Und dann führst du ihn ganz hart über den Boden. Und diese Fireballs, die sind von Uga entwickelt. Ne? Die hat der Uga selbst gemacht. Die haben jetzt in Italien ein paar Mal getestet. Und absoluter Brüller ist. Ach. Ja, genau, sogar ein Pink, ja. Geht auch. Und damit fangen wir die großen Waller. Nimm mal mit, dann hast du schon einen. Ja, den bringe ich dann mit, wenn ich zu euch komme. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Erste Messe bestanden. Ich wünsche euch einen schönen Tag und küsst an die Fischis.